Als nächstes hat sich die Abgeordnete Goldbach für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute also über die neu zu gründende per Gesetz Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Die Besonderheit, das haben wir jetzt schon gehört, besteht darin, dass wir einerseits eine Körperschaft des öffentlichen Rechts haben mit Hochschulautonomie, diese aber eingeschränkt ist in den Bereichen, in denen staatliche Aufgaben erfüllt werden, nämlich übertragen und aus dem Polizeibereich, Aufgaben aus dem Polizeibereich. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier eine klare Trennung gibt. Die Aufgaben aus dem Polizeibereich, das ist das Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services, das ist das Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und Anwärter und die Fachfortbildung der Polizei. Das ist dieser Bereich. Weisungsbefugt ist hier einer der Vizepräsidenten, einer. Es gibt aber drei weitere, die alle zusammen bilden das Präsidium zusammen mit dem eigentlichen Präsidenten oder der Präsidentin. Ich hoffe natürlich, dass wir da auch Frauen sehen werden. So, und das heißt, wir haben auch hier in der Organisation, auch schon im Präsidium, eine Trennung von diesen Bereichen. Und ich muss sagen, ich setze eigentlich große Hoffnung in diese neu zu gründende Hochschule. Denn was wir dort ermöglichen werden, ist ganz klar mehr Forschung und mehr Wissenschaft. Und das kann dem ganzen Bereich, ob es jetzt die Ausbildung in der Verwaltung ist, ob es jetzt das Studium ist für die Polizei oder ob es die Fortbildung ist, nur nützen. Wir haben ja in Hessen schon länger den Weg eingeschlagen durch unsere Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn, dass auch an den Fachhochschulen Promotionen zulässig sind. Und auch hier kann ein Promotionsrecht eingeräumt werden, sofern ein Fachbereich sich als ausreichend forschungsstark erweist. Und das bietet doch die eigentlichen Möglichkeiten. Wir sagen doch immer, wir müssen im Bereich der Polizeiausbildung, aber auch im Bereich der Verwaltung, brauchen wir mehr Forschung. Wir müssen wissenschaftsbasierter arbeiten, um eben die Ausbildung und Fortbildung stetig anzupassen und zu verbessern. Wir reden sehr oft über die Ausbildung der Polizei und wie wir die verbessern wollen in Zukunft. Und genau da liegen auch Chancen. Ich möchte noch einmal ein Beispiel. Ich möchte noch einmal ein Beispiel nennen aus der Verwaltung, wo wir auch da ein bisschen mehr Forschung brauchen. Ich selber habe Betriebswirtschaft studiert, lange in Unternehmen und in der Steuerberatung gearbeitet, und irgendwann bin ich in die öffentliche Verwaltung gekommen. So, und dann, was haben wir da gemacht? Wir haben versucht, die Instrumente der Unternehmenssteuerung aus der Wirtschaft auf die Verwaltung anzuwenden. Das heißt ganz konkret zum Beispiel, wenn Sie Investitionsentscheidungen zu treffen haben und nehmen dann die Investitionsrechenverfahren aus der Wirtschaft, dann können Sie die nicht gebrauchen. Denn Sie müssen ja die zukünftig erwarteten Erträge irgendwie berechnen. Wenn Sie aber Infrastruktur in einer Gemeinde herstellen wollen, was ist denn der Ertrag, wenn die Leute schwimmen gehen wollen, wenn es Radwege gibt, wenn es einen Park gibt? Das sind alles Benefits, also das sind alles Verbesserungen für die Bevölkerung, für eine Gemeinde, zur Verbesserung vielleicht auch des Standorts einer Gemeinde. Aber die können Sie überhaupt nicht in Zahlen ausdrücken, die muss man beschreiben. Und dafür brauchen wir ganz neue Ansätze. Das ist immens wichtig und ist ganz zentral für alle unsere Kommunen, für die Planung der Zukunft und die Strategie, was machen wir eigentlich in der Gemeinde, welche Investitionen treffen wir. Dafür brauchen wir neue Ansätze. Und sehr konkret für solche Dinge brauchen wir mehr Forschung, mehr wissenschaftliche Forschung. Und das kann eine solche Hochschule dann auch bieten. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass Innenminister Beuth eng zusammengearbeitet hat mit Ministerin Angela Dorn. Er hat es selbst auch schon erwähnt. Und deswegen sind auch einige Anregungen aus dem Bereich Wissenschaft hier eingeflossen, nämlich, dass es eine Einvernehmensregelung gibt bei der Genehmigung der Berufsordnung und Lehrverpflichtungsverordnung, dass der Senat einen deutlichen Einfluss hat bei der Besetzung der Präsidentin oder des Präsidenten der Hochschule und Stellungnahmen zum Rechenschaftsbericht des Präsidiums abgibt. Dann haben wir die Möglichkeit, dass eine verfasste Studierendenschaft entstehen kann. Und das, finde ich, ist wirklich ein
großer Erfolg hier. Und das freut mich sehr, dass das in Zukunft möglich sein wird. Und das Konzept bleibt offen. Das ist etwas ganz Neues. Ich glaube, das ist sehr gut, so wie das jetzt konstruiert ist und bietet viele Möglichkeiten. Aber gleichzeitig steht im Gesetzentwurf auch, das muss evaluiert werden. Und deswegen ist es heute schon vorgesehen, dass in 5 Jahren eine Evaluation der neuen Regelungen vorgenommen wird. Und dann wird man sehen, ob gegebenenfalls auch Anpassungen notwendig sind. Und auch das finde ich genau richtig, dass man offen ist, dann auch in Zukunft für eine Weiterentwicklung und eine Verbesserung dieser neu zu schaffenden Hochschule. Ich bin da sehr zuversichtlich und freue mich auf die weiteren Beratungen mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Goldbach. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Müller aus Heidenroth für die Fraktion der Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man was in den Koalitionsvertrag reinschreibt, was anfängt zu planen und über die Jahre eigentlich merkt, so richtig funktioniert es nicht, aber man findet den Ausstieg nicht mehr und muss irgendwann dann auch mal einen Gesetzentwurf vorlegen. Genau das ist hier passiert und genau das Ergebnis haben wir jetzt auch vorliegen mit allen Problemen, die sich innerhalb dieses Gesetzentwurfs aufhalten. Es gibt so viele, ich nenne es mal Krücken, um die verschiedenen Systeme zu versuchen, unter ein Dach zu führen, dass es am Ende wahrscheinlich mehr Streit und Ärger geben wird. Deswegen bin ich nicht ganz so optimistisch wie Sie, Frau Goldbach. Wir haben aber auch unterschiedliche Aufgaben und versuchen es auch unterschiedlich hier darzustellen. Aber dieser Optimismus, den kann ich nicht deswegen nicht teilen, weil ich keinen Menschen kenne, der diesen Ansatz wirklich begrüßt. Der Innenminister, das stimmt, der hat auch den Gesetzentwurf eingebracht. Aber ansonsten, wenn man sich unterhält mit Experten, mit Leuten, die damit zu tun haben, ist keiner dabei, der sagt, das ist super. Es sagen viele, ja, wir müssen Synergien schaffen. Das ist in Ordnung. Aber das muss auch Sinn machen, Synergien zu schaffen. Also Synergien zu schaffen um der Synergien willen, wenn ich dadurch neue Systembrüche hervorrufe, dann ist das nicht der richtige Weg, zumindest nicht aus unserer Sicht. Ich will schon mal auch vor der Anhörung auf den einen oder anderen Problemfall eingehen. Angesprochen wurde schon das Thema Personalvertretung. Wenn jetzt 3.000 Mitarbeiter des Landes Hessen, Beamte, die bislang Personalvertretung, Personalrat wählen dürfen, das künftig nicht mehr dürfen, das ist schon ein Wort. Also, dass diejenigen, die bislang in der Polizeiakademie ein Wahlrecht zum Personalrat hatten, künftig in der neu zu gründenden Hochschule dieses Recht nicht mehr haben sollen, ist schon mal höchst verfassungswidrig. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr fraglich, ob es mit der Verfassung vereinbar ist, dieses Personalwahlrecht abzuerkennen. Und durch die Wahl von 4 Vertrauensleuten, die bei bestimmten Themen, die auch die Studierende betreffen, angehört werden müssen. Meine Damen und Herren, wenn man das sich mal wirklich vor Augen führt, was dort gemacht wird, dann hat das schon einen erheblichen Konfliktpunkt und wird erhebliches Konfliktpotenzial hervorrufen. Und man könnte da auch andere Wege gehen. Das haben wir ja diskutiert. Die Vermischung der verschiedenen Zuständigkeiten unter einem Dach der Hochschule ist einfach ein Problem. Warum sind denn die Beamten, die Anwärter nicht bei den Flächenpräsidien angestellt? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man frühzeitig auch eine gewisse Verbundenheit zu der jeweiligen Dienstbehörde schafft und dann auch das entsprechend organisiert. Das wäre eine Herangehensweise, die man wählen könnte. Ich bin gespannt, was wir in der Anhörung alles zu hören bekommen von den Experten. Da wird es nämlich einen Haufen Kritikpunkte geben, die wir hier noch gar nicht angesprochen haben, weil die erst in den konkreten Auswirkungen bewusst werden, die wirklich nur die Experten auch bis ins Letzte durchschauen. Der Prozess von 5 Jahren macht deutlich, wie komplex und kompliziert das Verfahren ist, weil es eben eigentlich nicht geht. Richtig ist, es macht durchaus Sinn, wenn auch das Innenministerium, der Innenminister darauf einwirken kann, wie eine Polizeiausbildung in seinem Bereich aussieht. Das stellt auch keiner in Frage. Aber dann kann ich es nicht in einer Hochschule machen. Dann kann ich es eben nicht sagen, das ist Freiheit von Forschung und Lehre und ich lasse das alles in der Hochschule laufen, will es aber bestimmen. Das geht halt eigentlich nicht. Das ist ein Systembruch. So, und das
Und das, ja, aber das, das versucht man hier so ein bisschen durch verschiedene Konstrukte dann zu heilen. Wir haben vom Senat gehört, der so großen Einfluss auf die Wahl des Präsidenten hat, Frau Goldbach. Ich weiß ja nicht, ob Sie den Gesetzentwurf gelesen haben. Da steht drin, der Senat und das Kuratorium, das übrigens zu genau der Hälfte von weisungsabhängigen Beamten besetzt ist, haben ein Vorschlagsrecht. Und es dürfen 3 Personen vorgeschlagen werden. Und wenn eine davon dem Innenminister gefällt, dann kann er sie bestellen. Wenn ihm keine gefällt, dann wird er keine bestellen davon. Dann gibt es einen neuen Vorschlag. Und wenn das nicht alles zügig genug geht, dann kann der Innenminister schlicht und einfach jemanden zum Präsidenten machen, zur Präsidentin machen, die ihm genehm ist. So. Und so wird doch das Verfahren ablaufen. Also der Innenminister besetzt den Präsidentenposten. So, das ist faktisch das, was im Gesetzentwurf drinsteht. Und noch viel schöner, Vergleich zu anderen parallelen Verfahren, er kann den Präsidenten, die Präsidentin auch entlassen, wenn es ihm nicht mehr gefällt. Das steht nämlich dann direkt als nächstes drin. Und das ist doch was, das müssen wir uns mal vor Augen führen. Es gibt einen Hochschulpräsidenten in Hessen, der von einem Minister schlicht und einfach abgesetzt werden kann, wenn es ihm nicht passt, wie es läuft. Und das kann doch mit Hochschulfreiheit, mit Freiheit von Forschung und Lehre nicht verbunden werden. Da brauchen Sie den Kopf nicht schütteln, das steht in dem Gesetzentwurf drin. Und Sie tragen das Ganze mit von den Grünen, obwohl Sie auch noch die Hochschulministerin stellen. Also deswegen, das ist schon ein bisschen haarsträubend, was dort passiert. Das Kuratorium ist besetzt, das ja so hochschulratsmäßig verkauft wurde, 7 Leute aus den Ministerien weisungsgebunden. 3 Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, dann tatsächlich 2 von den Gewerkschaften, der Landeswohlfahrtsverband ist noch dabei und die Verwaltungsschule. Meine Damen und Herren, das als objektives, komplett unabhängiges Gremium zu sehen, Kuratorium, ist schon ein bisschen fragwürdig, wenn da 7 weisungsgebundene Mitarbeiter der Landesverwaltung drinstehen. Steht drin, Vertreter 3er Ministerium. Ja, ich habe auch die Begründung geschaut, das ist die zentrale Fortbildung, da soll ein Gremium diese 3 Vertreter bestimmen. Trotzdem alles entsprechend weisungsabhängig. Meine Damen und Herren, das ist ein weiteres erhebliches, fragwürdiges Vorgehen, wenn man eine solche Hochschule neu gründet. Und dann will ich in der Tat genau das noch einmal zum Ausdruck bringen. Entweder ich mache eine Hochschule, dann mache ich aber auch Hochschulrecht. Oder ich mache keine Hochschule, ich mache die verwaltungsinterne Polizei, auch in der zweigeteilten Ausbildung. Ja, dann muss man es im Zweifel so lassen, wie es jetzt ist. Aber das, was jetzt an Konstrukt daraus gebaut wird, indem man versucht, alles unter ein Dach zu machen, Hochschulrecht anzuwenden, aber auch den zugestandenermaßen richtigen Einfluss des Innenministers auf den Bereich der Polizei zu eröffnen, das passt halt nicht zusammen. Und wenn was nicht zusammenpasst, dann sollte man es vielleicht einfach lassen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir von den Experten in der Anhörung noch alles zu hören bekommen. Das Verfahren von 5 Jahren spricht für sich, die Protestnoten der Professoren sprechen für sich, Gutachten des Personalrats, juristische Gutachten des Personalrats sprechen für sich und die Gesamtstimmungslage und Ablehnung auch durch die bisherigen Gremien und Organisationen sprechen auch für sich. Insofern bin ich sehr gespannt, wie wir dieses Verfahren zum Ende bringen und vor allen Dingen, wenn es am Ende eine Mehrheit dafür gibt, bin ich gespannt, wie wir mit diesem Konstrukt in den nächsten Jahren irgendwie sauber durch die verschiedenen Aus- und Fortbildungen und die hochschulpolitischen Fragestellungen kommen, weil die Probleme werden sich sicherlich erst danach ergeben. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Für die CDU-Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Hofmeister das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ja, muntere Debatten am frühen Abend werden diese sicherlich noch im Ausschuss dann zu Genüge fortführen. Aber bei all der Kritik, die hier von Seiten der Oppositionsfraktionen angebracht wird, man sollte vielleicht nicht unbedingt den Blick auf Chancen und die Fragen, wie wir uns Zukunft vorstellen, hier verstellen und überdecken. Und ich will mit einem anderen Einstieg mal beginnen. Wir wissen ja zum gegenwärtigen Zeiten noch nicht abschließend, wie sich die Corona-Pandemie auf Arbeits- und Ausbildungsmarkt auswirken wird. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es davon auszugehen, dass der Wettbewerb um die Gewinnung von Nachwuchskräften auch im Bereich von Polizei und Verwaltung weiter zunehmen wird. Und da ist es doch die Verpflichtung von Seiten der Landesregierung zu schauen, wie kann man sich zukünftig dort wettbewerbsfähig aufstellen. Und, meine Damen und Herren, das Vorhaben, ja, besteht schon länger.
weil es eben auch ein komplexes Vorhaben ist und große Herausforderungen mit sich bringt. Aber gerade jetzt unter den aktuellen Umständen und dem, was uns jetzt in der Zukunft erwartet, ist der vorgelegte Gesetzentwurf der Landesregierung die richtige Antwort, um mit der neuen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit Kompetenzen zu bündeln und einen weiteren Baustein für ein attraktives hessisches Wissenschaftssystem zu setzen. Da sind wir von Seiten der CDU-Fraktion, aber auch insgesamt der Koalition von überzeugt. Und man muss auch bereit sein, Vorteile mal wahrzunehmen, nicht einfach nur Nein sagen und sagen, das geht so nicht. Ja, wie geht es denn dann? Denn das war ja das Bemerkenswerte in den bisherigen Beiträgen der Opposition. Da war ja teilweise so, na ja, das sehen wir ja schon irgendwie, aber nicht so. Ja, gut, so kann man es machen, aber es hilft dann am Ende des Tages nicht weiter. Die Landesregierung irrt hier einer Verantwortung gerecht, nämlich zu schauen, wie bekommt man zukünftig eine Fachkräfteausbildung auf hohem Niveau organisiert, wie sichert man die Zukunftsfähigkeit unserer Polizei. Und dafür ist der Zusammenschluss von Hochschule für Polizei und Verwaltung, der Hessischen Polizeiakademie und der Zentralen Fortbildung Hessen eine wegweisende Aufstellung. Meine Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Kollege Günter Rudolph hat die 5 Jahre besonders hervorgehoben. Ja, was wäre denn gewesen, wenn es die 5 Monate gewesen wären? Ja, das ist ein Schnellschuss. So. Es ist wie es gemacht wird, wenn richtig intensiv Dialog geführt wird, wenn abgewogen wird, wenn in verschiedenen Runden diskutiert wird, dann dauert es eben seine Zeit. Wenn es am Ende heißt, es ist zu schnell vorgelegt, dann passt es auch wieder nicht. Es geht am Ende darum, dass wir Strukturen für Polizei- und Verwaltungsausbildung fit für die Zukunft machen und diese neue Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit wird diesen Anforderungen auch gerecht werden. Und im Übrigen, die Berufung des Präsidenten ist sehr, sehr nah an das HHG angelehnt. Also da jetzt so einen Skandal daraus zu bauen, das diskutieren wir im Ausschuss noch weiter. Aber sind Sie sich mal sicher, die Strukturen, die hier abgestimmt wurden, werden den Anforderungen der verschiedenen Beteiligten in dieser neuen Hochschulgemeinde auch zurecht. Und es sind natürlich im Vergleich zu anderen staatlichen Hochschulen spezielle Aufgaben und Strukturen. Das ist vollkommen klar, und sie spiegeln sich aber dementsprechend auch im Gesetzentwurf wieder. Den Spagat hat ja unser Innenminister Peter Beuth auch entsprechend dargestellt. Und Aufsichtsfragen und Zuständigkeiten sind detailliert ausformuliert. Die werden wir uns natürlich dann noch weiter betrachten und auch mit den Expertinnen und Experten dann in der Anhörung entsprechend diskutieren. Aber ich weise eines namens meiner Fraktion sehr deutlich zurück. Diese abfälligen Bewertungen und auch die Attacken auf unseren Staatsminister, die sind sehr klar zurückzuweisen, sind völlig fehl am Platze. Hier wird ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag in einer abgewogenen und wohlüberlegten Weise umgesetzt. Und deshalb ist das hier auch nicht zu skandalisieren, wie es teilweise versucht wird. Der Minister baut sich auch hier keine eigene Hochschule. Der Minister baut sich hier auch keine eigene Hochschule, weil er sonst keinen in seinem Geschäftsbereich hat. Von daher braucht man hier nicht solche Dinge in den Raum zu stellen. Es hat intensive Gespräche gegeben, und der Dialog ist auch keine Plattitüde, sondern er wird auch fortgesetzt. Und es ist gut, dass Innenministerium und Wissenschaftsministerium sehr eng miteinander in Abstimmung am Hochschulrecht entlang diesen Gesetzentwurf abgestimmt haben. Und wir sind sehr sicher, dass wir mit diesem Gesetz und vor allem dann mit dem ab 01.01.2022 gebildeten neuen Hochschule einen wichtigen Beitrag für unser Land Hessen liefern können, dass die Polizei eine zukunftsfähige Nachwuchsgewinnung erhält, dass wir natürlich im Wissenschaftssystem hier einen weiteren Baustein setzen, der sich auch Stück für Stück in diesem System bewähren wird. Da sind wir der festen Überzeugung. Und am Ende des Tages, ein Gesetz ist das eine, mit Leben füllen ist das nächste. Und das wird dann auch mit Gründung dieser Hochschule gelingen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Abg. Hofmeister. Mir liegen jetzt auch keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen und können den Gesetzentwurf. Herr Abg. Rudolph, kann ich kurz zu Ende machen? Wir sind gleich fertig. Gut. Wir überweisen den Gesetzentwurf der Landesregierung mit der Drucksache 20/5722 zur weiteren Beratung in den Innenausschuss.
und sind damit am Ende der Tagesordnung, weil wir nichts mehr zum Abstimmen haben. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Wer noch nicht testen war und noch möchte, kann das noch bis 20 Uhr tun. Bis morgen. Halt, da gibt es noch eine Wortmeldung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir hatten, glaube ich, gesagt, dass wir den Gesetzentwurf in den Innenausschuss überweisen, mitberaten, glaube ich, WKA. Kann das sein? War nicht so? Also, angemeldet ist nichts, aber wir sind flexibel, ne? Herr Rudolph. Ja, Frau Präsidentin, wir sind in der Tat flexibel. Also Federführung im Innenausschuss ist unstrittig, aber es geht ja um wissenschaftliche Belange. Also ich finde, mitberaten sollte der WKA schon sinnvollerweise sein. Mitberatend, ja. Wenn das Konsens ist, scheint so zu sein, dann machen wir das so mitberatend in den WKA. Dann aber jetzt einen schönen Abend.